Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic Imperialer Agent. Beziehungsweise Scharfschütze. Ja, wir fangen direkt an mit zwei Kisten. Ach komm, bitte, 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 bitte. Ach Gott, ey. Kopfsturz des letzten Unterweltkriegers schon. Okay. Ja. Hält sich in Grenzen. Sieht ein kleines bisschen aus wie linken Ziflot, erinnert mich das. So ein bisschen in so ein Steak für Treak. Oder so, aber das ist. Sieht aus wie ein Steak. So, komm, komm, Baby, Baby, Baby. Gürtel des letzten furchtbaren Inquisitors. Den hatte ich doch schon mal. Oder hatte ich den schon mal? Kein Einfluss gewinnen. Toll, scheiße. Die Kisten waren scheiße, nichts für euch. In der letzten Folge habe ich einen Gleiter verschenkt. Ja, müsst ihr mal in die Kommentare einfach schreiben, wenn ihr den haben wollt. Natürlich Charakternamen nicht vergessen. Und das wollte ich mal hier gucken, weil hier nämlich die Sanderoe hat ja ein Questzeichen. Und hier im Quertenfeld sind keine Meldungen. Deswegen wollte ich mal gucken, was diese für uns hat. Commander, wenn ein Mystiker sieht, handeln die Vos. Doch Fremde zweifeln stets an der Vision. Das ist nicht unerwartet bei Fremdlingen, verlangsamt aber das Wachstum. Wir müssen wachsen, um unseren Zweck zu erfüllen. Geht das nicht auch für euch? Ihr solltet versuchen, mehr über Fremde zu erfahren und sie besser zu verstehen. Welche Rolle spielt das? Zeigen eure Visionen nicht ohnehin das, was gut gehen wird? Ihr habt hier die Leistung, wenn jemand aus der Reihe tanzt, bestraft ihn, bis er hört. Eine interessante Deutung. Ich muss weiter darüber nachdenken. Was? Du hast keine Quest für mich? Ich dachte, du hast eine Quest für mich. Oh, fick dich doch. Jetzt habe ich umsonst eine Folge gemacht und Kisten geöffnet. Was mache ich denn jetzt noch diese Folge? Was mache ich denn jetzt noch? Ich gucke nochmal ganz kurz beim Datenpad. Was mache ich denn? Habe ich welche Quests, die ich noch machen kann? Ich glaube, ich mache nochmal einmal ewige Meisterschaft. Wie viel fehlt mir noch bei dem Scheißtypen? Bei dem Boda? Ich bin bei 8 fast. Habe ich zufällig neue Missionen hier? Nee, habe ich nicht. Fick dich. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal ewige Meisterschaft. Bis gleich. So, dann nehmen wir mal die Quest an. Wöchentlich, 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 hä? Ach so, ich muss nur die hier machen. Gab es aber auch Händler, habe ich gerade gesehen. Hier, Händler für die ewige Meisterschaft. Oh Gott. Trophäe der ewigen Meisterschaft. Wo kriegt denn die her? Gucken wir mal bei den anderen hier. Was gibt's hier? Möchten Sie sich unser Inventar ansehen? Wo kriegt man denn diese Teile her? Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Hier gibt's sie nicht. Gibt es die vielleicht woanders? Das war's nicht. Hier gibt es nur so eine Militärausrüstung. Und ein Gefährtengeschenk der Wahl. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ist es dunkellila oder helllila? Auf jeden Fall geht es jetzt in die Arena. Keine Ahnung, wie man diese Teile bekommt. Muss man dafür die wöchentlichen abschließen? Genau, was ich auch noch mal gucken wollte, ist bei Gruppenfinder. Genau hier. Operation. Was, nur ewige Kammer? Anscheinend kann man die gar nicht alle machen. Egal. Dann rein da. Euch auf einen weiteren Tag voller Kräfte messen. Blut und benötigen Sie medizinische Hilfe? Es ist Zeit für die Chaoskämpfe in der großen Arena. Was, die Teile kann man verkaufen? Heute gibt es eine neue Herausforderin. Aus den unbekannten Tiefen der Galaxis, die geheimnisvolle Fremde. Ja, ich habe auch keine großen Hoffnungen. Und in diesem Kampf tritt unser Neuling gegen ein hyperintelligentes, technologisches Phänomen an. Die tödliche Aulaya Seisen. Meisterin der Mörder. Konfiguriert und bereit, jemanden zu vermöbeln. Und jetzt will ich einen Kampf sehen.
Was wirst du? Du wirst deinen Kampf sehen. Euer Überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dein Überleben ist ein Ding der Unmöglichkeit. Lieber Alaya. Oder Alaya. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Na, mach doch mal. Das. Achso, ich bin im Rampenlicht. Im Rampenlicht. Füge maximalen Schaden zu. Rampen. Hey, warum schießt du denn auf Freak? Hallo, warum gehst du noch auf meine Freak? Meine Freak kann ja gar nichts mehr dafür. Diese unfair. Hallo, geh doch mal auf mich. Den Feind. Hallo, ich bin hier. Hier. Hallo, ich bin hier. Dumme Kuh. Ich war noch nicht fertig. Fremde tatsächlich gewonnen. Was ist das für ein Scheiß? Unglaublich. Ach, Scheiß. Das ist besser, das nehme ich jetzt auch mal. Das wird eh nicht angezeigt, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, das ist immer noch ein Bug. Ah, Gott. Ich kenne ja die Gegner noch. Ja, ich bin bereit. Ich kann das wenigstens auch wieder über die Tasten steuern. Die man einfach die 1 drückt. Sie ist zurück. Die Kämpferin, auf die niemand gesetzt hat. Die muss ich auf dich gehen. Das sind deine komischen, hässlichen Schwulstiere. Dieses Mal kriegt es die Fremde mit dem bedrohlichen Darula Grah und seinen schrecklichen Raubtieren aus der Tiefe zu tun. Seht nur, meine Kinder, das Essen ist schon angerichtet. Komm, hier folgt meine Bewegung. Okay, raus. An euch können meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Oh fuck, was macht der Freak? Hallo Freak, heil mich doch. Oh Gott, ist diese Gefährtin irgendwie blöd. Wir weben die Hallo, Fäden eures Untergangs. Freak. Was war von Freak hier weg? Scheiße. Fress! Komm, Freak, heil mich doch mal. Ich hab doch gesagt, du bist geil. Dann musst du mich auch mal heilen, Treak. Süßes Schoßtier. Treak, du sollst mich heilen. Hallo, ich kann meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Heilen. An euch können meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Ja, was kann ich dafür, wenn du scheiß Gefährten, wenn diese scheiß Gefährten nicht heilen? Ich hole jetzt mal anderen Gefährten, weil dieser Gefährten sich echt scheiße beim Heilen. Nehme ich mal. Den habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Wenn ich schon einen von denen hier. Talos, weil der hat mich wohl immer so. Oh, Post. Warum denn das? Nochmal Post. Ich glaube, ich habe bestimmt was verkauft, oder? Ja, Moment, versuche ich jetzt zu machen. Genau, ich wollte den Gefährten zum Feilen stellen. Natürlich. Und jetzt auf das Terminal klicken. Warum bin ich jetzt hier gestorben, ey? Fick dich. So, hoffentlich kann er besser heilen. Also für sowas ist echt Treak scheiße. Also für diese Mission sollte man Treak nicht nehmen. Die haben die Heilfähigkeit noch von Treak gar nicht ausgetauscht gegen die Standardfähigkeit. Mit der gefällt ist klüger. Ja, macht er. Ja, er ist auch besser. Also bei der Mission ist wirklich Talos am besten. Oder irgendwelchen Gefährten einfach. Sind alle, glaube ich, alle Gefährten außer Treak am besten. Weil der Treak hier sind diese alten Heilfähigkeiten hat. Okay, habt ihr also auch wieder was gelernt? Hier nicht Treak mitnehmen. Dass man heilen will. Oh fuck, warum muss das scheiß Feld da hinten? Ich kann meine Schoßtiere wochenlang knabbern! Was sind denn Schoßtiere? Ich kann meine Schoßtiere wochenlang knabbern! Ich kenne nur Plüschtiere. Dass ich was verkauft habe. So, ich dachte gerade, ich hätte auch. Wir weben die Fäden eures Untergangs. Wir weben die Fäden eures Untergangs. Ach, Talos, jetzt heile mich doch mal. Die Gefährten, die Heilergefährten, die heile ich so scheiße. Fress! Ich weiß nicht, ich hole jetzt mal das scheiß Feld auf dich. Weil so ein geiles Arsch. Ich hoffe, das geht. Hoffentlich kann er sich auch selber kaputt machen. Scheiße,
wieder keine Energie mehr. Warum gibt man dort die Energie aus, ey? Die Fäden eures Untergangs. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. An euch können meine Schoßtiere wochenlang knabbern. Kann mich mal bitte Talos so ein bisschen mehr heilen? Kann es irgendwie sein, dass ich eine total scheiß Ausrüstung habe? Oder dass mein Gefährt einfach total scheiße heilt? Mein Gefährt auch wieder tot, scheiße. Ich hab's eigentlich geschafft, oder? Ja, komm. Ach komm, ich muss das als Heiltür mit dem mal nutzen. Was denn? Hä, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas stimmt hier komplett nicht. Ich mach doch nichts falsch. Wo bin ich plötzlich so schlecht hier drin? Vielleicht sollte ich auch öfter mal die Heilterminals nutzen. Ich nutze die aber so selten. Warum sterbe ich denn plötzlich so oft? Okay, wer kommt jetzt? Hä, wer kommt jetzt, habe ich gerade gesagt. Es ist schon so, zweimal passiert. Achso, der Arsch. Wird sich das Glück auch ein drittes so, der Mal auf Feuer. Die Seite der geheimnisvollen Fremden stellen? Ich finde den Namen irgendwie scheiße. Nicht, wenn der Schlangenherr Silgrog dabei etwas zu sagen hat. Hier kommt der adlige Henker Ganges Boga mit seinen Herolden von Silgrog. Ich werde keine Respektlosigkeit. Ist alles in Ordnung? Fühlt den Biss der Schlange. Zack, zack. Die Gefährten oder irgendwie dumm wie Brot. Komm raus, 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 raus. Boah, fuck. Knapp. Du musst echt aufpassen, dass du da nicht drin stehst. Sonst bist du tot, glaube ich. Wenn du in dem Feld, glaube ich, drin stehen bleibst, stirbt man. Aber das ist echt eine scheiß Mission. Also ich finde diese Mission sowieso scheiße. Urteil. Weil du halt immer wieder das gleiche machen musst, um wieder weiterzukommen. Alter, fucking, ich muss meinen Gefährten helfen. Fuck, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ich geh zu dem scheiß Heilungsturm. Du Vollidiot, ey. Man, kannst du nicht einmal was richtig machen? Irgendwas stimmt doch heute irgendwie nicht. Irgendwie habe ich auch heute irgendwie Pech. Hallo, nimm doch das Medipack, du. Du dummer Kuh. Du sollst das Medipack nehmen. Irgendwas stimmt mit den Gefährten irgendwie heute nicht. Irgendwie habe ich auch heute einfach Pech. Also warum, wenn mein Gefährt doch überhaupt nichts macht? Er steht nur rum. Ist er irgendwie auf Passiv? Nee, er ist nicht mal auf Passiv. Irgendwie glaube ich, dass er mich die ganze Zeit irgendwie auch einfach nur auf Passiv ist. Weil der Gefährt überhaupt nicht heilt. Ich dachte, Tweak ist dafür hier geil, aber überhaupt nicht. Weil ich mit dem Scheiß verlangsamt so ein Gefährt. Sonst hätte ich es vielleicht noch geschafft, ihn zu retten, weil ich nämlich an dieses Terminal ran wollte, für die Heilung. Hätte ich es auch noch geschafft, ihn zu retten. Ich glaube, ich gehe jetzt jedes Mal in dieses Scheiß-Terminal, wenn mein Gefährte überhaupt mal Leben verliert. Und dass die Gefährten nicht immer klüger sind. Das ärgert mich total in diesem Spiel. Aber das ist hier echt wirklich die Hölle. Dass die Scheiß-Gefährten einfach nichts drauf haben. So, jetzt helfe ich ihm erstmal. Ich habe darauf keinen Bock, dass die Scheiß-Gegner in so nerven. Ja komm, was soll ich denn hier machen? Wenn alle nur auf den Gefährten gehen. Mein Gefährt ist kein Tank, hallo. Ich kann auch hier nichts gegen machen, weil... Dankeschön, dass du schon wieder Feuer machst. Ja, darf ich mich bitte bewegen? Oh fuck. Jawohl, hier war doch gar kein Ausgang. Gib mir die Heilung, gib mir die Heilung. Zack. Gib mir das Medipack. Geht doch irgendwie andauernd die Energie aus. Fuck, 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 fuck. Arsch, nein, 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 nein. Ich heile mich gleich wieder. Kommt gar nicht in Frage. Ich gehe jetzt sofort mich wieder heilen, ey. Wenn ich das eigentlich gar nicht brauche, wirklich die Heilung. So, jetzt aber. Es sind gerade keine Gegner da, wo ich hasse es. Die gehen immer noch auf die Gefährten. Ich hab einen Gefährten Tank ist. Er ist schon das Heiler. Geht nicht auf den Heiler. Der Heiler darf doch nicht angegriffen werden. Welches ein Tank, dann könnte ich die einfach ziehen auf mich, aber so kann ich ja gar nichts dagegen machen, dass sie nur meinen Gefährten angreifen. Ich glaube, hier ist es echt praktisch, wenn man ein Tank ist. Weil. Tank sind scharf. Ist alles in Ordnung. Tank.
Schade, dass er gefällt, nicht alles machen kann. Was irgendwie wieder gut ist. Aha. Komische Logik, ich weiß. So, als wäre Kampf, gäbe es hier noch irgendeinen Gegner. Blablabla. Ja. Ich erinnere an die Rolle von Seldorf daran, dass dies ein genehmigter Kampf mit Vollstreckungsverzicht war. So, hiernach beende ich jetzt erstmal die Runde, weil ich echt keinen Bock mehr habe. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, ey. Das geht mir so auf den Sack. Mal wieder so ein scheiß Kopfschutz, ey. Oh Gott. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte. Wow, 12.000 Credits Reparaturkosten in dem Scheiß. Ich hab das Gefühl, dass das verbuggt ist oder dass es einfach komisch ist. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Wettkampf verlassen. So, zack. So, dann geben wir das mal ab. Den Scheiß, ey. Toll, mein Tablet geht gleich wieder aus, wenn ich drauf drücke. Toll. Komm bitte, dass es gereicht haben. Fick dich. Dann mach ich's noch einmal offscreen. Was haben wir hier noch so? Ich hab verkauft. Was haben wir verkauft? 5.000. 20.000. Okay, dann würde ich sagen, mach ich das noch einmal offscreen. Ja. Ja, aber jetzt mache ich die Folge zu Ende, denn diese Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts dafür passt, wollt ein Abo. Und da kann ich noch eins sagen. Und zwar, ciao.